Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich kaufe ja gerne das, was gerade billig ist, obwohl es gut ist. Und jetzt kommen gehäuft Fragen auf mich zu: Investierst du im Augenblick in Autoaktien? Nun, ich will die Frage klar beantworten: Ich tue es nicht. Ich glaube nicht daran, dass die Autohersteller in Zukunft reihenweise pleite gehen oder dass die Autoindustrie ausstirbt. Wir werden natürlich weiter Auto fahren. Ich schätze mal, wir werden sogar weiter Autos mit Verbrennungsmotor fahren. Aber es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe, die gegen Investitionen in die Autoindustrie sprechen. Das eine ist ein Industriegrund, das andere ist ein fundamentaler Grund, der eher philosophischen Charakter hat. Ich beanspruche hier nicht, die absolute Weisheit wieder mit Löffeln gefressen zu haben oder irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Nein, ich pflege einfach nur meine Vorurteile und ich habe aus diesen zwei Gründen mich entschlossen, mich von der Autoindustrie fernzuhalten. Was ist der erste Grund? Der erste Grund ist der grundsätzliche Wandel in der Autoindustrie. Über 100 Jahre lang war das Auto ein Produkt, das sich nahezu unverändert verkaufen ließ. Also es waren immer unten vier Räder, obendrauf ein paar Sitze, ein Motor, eine Karosse drumherum. Und wenn man das mal abstrahiert, dann ist der Ford Model 1 nichts anderes als ein Daimler der S-Klasse. Ja, ein bisschen technologischer Fortschritt ist da heute drin, das lässt sich nicht leugnen, aber das Grundprodukt ist unverändert. Heute sehen wir aber, dass ein Auto auch einfach ein Computer sein kann mit Rädern unten dran. Und wir wissen nicht, wie sich die ganze Industrie weiterentwickelt. Ich kann zumindest nicht einschätzen, wie lange die Verbrennungsmotoren noch überleben, ob wir zum Hybridmotor oder zum Wasserstoff oder zu irgendwelchen Brennstoffzellen oder zum reinen Elektromotor tendieren werden. Das ist für mich völlig unklar. In diese Kategorie der Industrieungewissheit hinein spielt auch die Frage, wo werden denn heute die meisten Autos verkauft und zugelassen? Ein Drittel des weltweiten Automarktes findet heute in China statt. Und China ist ein Markt, der nicht nach den allgemein anerkannten oder bisher üblichen Regeln spielt. Also auch hier haben wir eine große Ungewissheit. Und schließlich, die Firmen, die heute den Anschluss nicht verpassen wollen, die müssen so massiv viel Geld investieren und das bei absolut ergebnisoffenem Ausgang. Wir kennen weder die Regeln noch die Zukunft der Autoindustrie, wo geht's alles hin. Die Firmen müssen also sehr viel Geld in die Hand nehmen, sich alle Optionen offen halten, bei jeder Hochzeit mittanzen, ohne dass sie hinterher wissen, wo kommt überhaupt substanziell was raus, was ist die Zukunft. Also diese große Unsicherheit, die ich persönlich subjektiv erlebe, hält mich von der Autoindustrie schon mal prinzipiell ab. Aber es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu und den beschreibt Peter Thiel in diesem kleinen Büchlein From Zero to One, gibt es auch auf Deutsch, empfehle ich zum Lesen. Er sagt nämlich, es gibt Unternehmen, die verdienen einfach deswegen viel Geld, weil sie sich eine quasi Monopolstellung geschaffen haben. Sowas ist zum Beispiel bei Google, bei Microsoft oder bei der deutschen SAP der Fall. Die haben gigantische Gewinnspannen, weil sie ein Produkt anbieten, ja, das einfach unverwechselbar und relativ einmalig ist. Es kommt auch so schnell keiner rein in das Biotop von Microsoft oder SAP. Jetzt schauen wir uns aber mal die Autohersteller an und ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht von den Autoherstellern, die uns Finviz auflistet. Als erstes sollten wir zwei Autohersteller ausschließen, nämlich zum einen die Tesla. Das ist ein nicht profitables Unternehmen, eine Wette auf die Zukunft, aber für mich kein Investment im klassischen Sinne, wie ich es in meiner Strategie verfolge. Zahlt ja auch keine Dividende. Und das zweite Unternehmen sollten wir auch ausschließen, nämlich Ferrari. Das ist de facto, also natürlich stellen die Autos her, aber de facto ist es für mich kein Autohersteller, sondern ein Luxusgüterhersteller. Ich sag's mal ganz platt, ein Ferrari ist sozusagen Prada für Machos. Ja, das ist eine Handtasche auf Rädern, die sich Männer kaufen, die eben nicht auf High Heels und Handtaschen stehen.
Soll wieder keine Abwertung sein, aber nur um es mal abzugrenzen von der klassischen Autoindustrie. Betrachten wir jetzt mal die Dividendenzahler und ich habe hier mal einige Felder gelb markiert. Da wird man feststellen, die haben alle ein sehr günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die notieren teilweise am, geringfügig über oder sogar deutlich unter ihrem Buchwert. Dazu kommt, Ford zahlt fast 7% Dividende. Auch die anderen Dividendenrenditen sind überhaupt nicht zu verachten. Sieht also auf den ersten Blick recht einladend aus. Aber geht man dann weiter nach rechts, stellt man fest, die Gewinnentwicklung über die letzten 5 und die nächsten 5 Jahre, die ist überhaupt nicht konsistent. Und schließlich kommen wir zu dem Punkt Langfristverschuldung. Da sehen wir, dass zum Beispiel General Motors das 1,7-fache des Eigenkapitals als Langfristverschuldung hat, dass Ford fast das Dreifache des Eigenkapitals als Langfristverschuldung hat. Und noch weiter rechts sehen wir das, wovon Peter Thiel in seinem Buch schreibt, nämlich die Nettogewinnmargen. Die liegt bei Ford bei 1% und bei General Motors bei 6,2%. Es gibt also hier an jedem Ford, der verkauft wird, nur ein einziges Prozent zu verdienen, aber gleichzeitig will man fast 7% Dividende ausschütten. Wie das zusammengeht, ja, weiß der Fuchs. Autoindustrie ist eine sogenannte Asset-Heavy oder Heavy-Asset-Industrie. Das heißt, hier muss man permanent in harte Vermögenswerte investieren. Maschinen verschleißen, Roboter müssen ausgetauscht werden, werden aufgerüstet. Modellreihen bei Autos werden jedes Jahr neu entwickelt. Ganze Fertigungsstraßen müssen jedes Jahr umgerüstet werden. Das alles kostet Tonnen von Geld und das erklärt eben auch die hohe Verschuldung in der Autoindustrie. Außerdem führt der Wettbewerb in der Autoindustrie, der Wettbewerb wird größtenteils über den Preis geführt. Konsumenten sind eben nicht mehr auf der Suche nach dem besten Produkt, sondern sie kaufen das Auto da, wo es den höchsten Rabatt gibt. Meistens jedenfalls. Denn die Produkte differenzieren sich stärker über den Preis als über ihre Produkteigenschaften. Ja, ein Ford ist nichts anderes als ein BMW oder als ein Daimler oder sonst was. Also die Produkte sind austauschbar, auswechselbar und niemand zahlt heute noch Unsummen von Geld, ich sag mal, für den Stern oder für die BMW-Niere. Das ist jetzt sicherlich auch wieder eine drastische Vereinfachung, aber im Großen und Ganzen ist es so und es erklärt die geringen Nettogewinnmargen, die wir in der Autoindustrie vorfinden. Und jetzt überlegen wir mal, wohin das in einer Krise führen könnte. Nun, wir haben ein historisches Beispiel gesehen. Sagen wir mal, General Motors, die sind in der letzten Krise 2007 bis 2009 einfach bankrott gegangen. Die Aktionäre hatten einen Totalausfall und mussten dann neue GM-Aktien kaufen. Ford hat jahrelang keinerlei Dividende gezahlt. Daimler hat nur überlebt, weil sie zur Finanzkrise, am Ende der Finanzkrise, eine drastische Kapitalerhöhung durchgeführt haben. Von der Abwrackprämie als Steuersubventionierung für die deutsche Industrie will ich mal gar nicht anfangen zu reden. Was wir also sehen ist, es steht hier für mich aus meiner Sicht eine große Marktbereinigung an und die hat bereits begonnen. In Baden-Württemberg gehen gerade reihenweise Autozulieferer pleite. Mehrere tausend Leute sind dort bereits in Kurzarbeit oder von Arbeitslosigkeit bedroht oder bereits arbeitslos. Das Ganze wird sich noch durch die gesamte Industrie durchziehen und ich warte ab. Ich warte einfach ab, was am Ende davon übrig ist. Das kann noch 2, 3, 5 Jahre dauern und wenn dann der Markt sich bereinigt hat, wenn die Besten wirklich übrig sind und wenn sich dann Investmentchancen ergeben, dann werde ich vielleicht auch mal in die Autoindustrie investieren. Bis dahin heißt es aufs Geld aufpassen und halt andere Branchen finden. Welche das sind, darüber demnächst mehr. Bis dahin freue ich mich wie immer auf euren Input, eure Fragen und die Diskussion auch zu diesem Thema. Tschüss, euer Nils Gajowi.